heute hier beim Trimm-dich-Pfad in Hilden und dieser Trimm-dich-Pfad ist ziemlich cool, weil da sind coole Stationen. Allerdings sind diese Täfelchen, wo die Übungen erklärt sind, schon ganz schön alt. Und deswegen wollen wir mit euch den jetzt neu interpretieren und neue Übungen daran machen. Wir nehmen euch mit zu den einzelnen Stationen. Ich würde sagen, es geht los. Ihr könnt joggen, wenn ihr wollt, zwischen den Stationen oder gehen. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Startet jetzt mit eurem Workout. Euer Workout besteht aus 10 Übungen und achtet ab jetzt nur auf die Tafeln mit den ungeraden Zahlen. An der ersten Station machen wir nicht Armkreisen, das ist langweilig. Wir machen Hampelmänner zum Aufwärmen und zwar 20 ganz normale. Das ist einfach, ne? Und dann machen wir 20 Schrittstellungs-Hampelmänner. Und als letztes, jetzt wird's schwierig, die Beine gehen auf und zu. Und jetzt kommen die Arme vor und zurück. Ja, das ist gar nicht so einfach. Sehr gut, auch davon 20. Bei der zweiten Station machen wir keine Kniewippen. Das ist ein bisschen veraltet hier. Wir machen auch was für die Beine. Wir machen Ausfallschritte. Und zwar insgesamt 20 Stück. Einmal ein Ausfallschritt und die Arme gehen dabei nach oben. Wichtig ist, Finger sind gestreckt, Daumen zeigen nach hinten. Der vordere Fuß bleibt komplett auf dem Boden und das hintere Knie geht Richtung Boden. Und das könnt ihr als Bahn machen. Okay? An der dritten Station machen wir kein Armkreisen, wir machen was Cooleres. Wir machen nämlich Standwaage. Und zwar bei der Standwaage ist es ganz wichtig, dass ihr wie ein Brett seid und wie ein Brett auch nach vorne geht. Das Bein hebt in der Mitte hoch, bleibt eins in einer Linie und nehmt auch die Arme zur Hilfe seitlich nach oben. Dabei zeigt ihr Daumen Richtung Himmel. Und wieder zurück, das Bein wird nicht abgesetzt. Ihr geht wieder in die Standwaage und wieder hoch. Probiert das ruhig erstmal langsam und macht ihr 5 pro Seite. Wir sind an der vierten Station und zwar an dieser coolen mit diesem großen Baumstamm und dort tun wir was für den Oberkörper und für den Rumpf. Der Noah macht's vor, einmal in die Liegestützposition. Ihr wandert immer einen Schritt seitlich, eine saubere Liegestütze und wieder seitlich. Ganz wichtig, achtet darauf, dass eure Schulter über den Händen ist und ihr den Popo nicht nach hinten rausstreckt. Schön. Schultern über die Hände. Und da wandert ihr den ganzen Baumstamm entlang. Für Fitte macht ihr direkt 2 Bahnen, also hin und zurück. Für Leute, die es noch nicht so lange trainieren, dann nur eine Bahn. Wir sind an der 5. Station und hier gibt es so coole Hölzer, Baumstämme. Ihr nehmt euch einen Baumstamm und legt ihn euch in eure Ellenbeugen. Genau, die Hände vorne vor der Brust zusammen. Und jetzt machen wir Kniebeugen. Wichtig bei den Kniebeugen. Schulterbreit, die Beine auseinander. Die Fersen bleiben am Boden bei der Kniebeuge. Und der Oberkörper ist aufrecht. Und los geht's. 10 Stück. 10 Kniebeugen. Hintereinander. Wichtig, der Rücken muss gerade bleiben, auch wenn ihr das Holz vorne vor der Brust habt. Da nicht mit dem Oberkörper einfallen. Aber ihr macht nicht nur 10 Stück, sondern ihr macht 3x10. Also 10 Wiederholungen, dann eine Pause und das Ganze noch 2-mal. Viel Spaß! Wir sind bei Station 6. Wir machen hier keine Sit-Ups, sondern wir machen eine Kombiübung aus Dips und Strecksprünge. Dabei nehmt ihr die Hände auf den Baumstamm und 3 Dips. 1, 2, 3. Verlagert das Gewicht nach vorne und ein Strecksprung. Achtet bei den Dips darauf, dass der Popo ganz eng am Baumstamm nach unten geführt wird. Die Ellenbogen zeigen nach hinten, nicht nach außen. Und ihr fallt im Oberkörper nicht ein, sondern Brust wird geöffnet. Und nach den 3 immer den Strecksprung, indem ihr euch so ein bisschen abdrückt und hoch. Und noch einmal. In die Dips. 1, 2, 3, nach vorne. Und jawohl. Diese Station machen wir ein bisschen spannender. Und zwar macht ihr 3 verschiedene Bahnen.
bei der ersten Bahn eine Runde Bock springen. Außenrum zurücklaufen. In der zweiten Bahn, in der Kampfstellung, Slalom. So schnell ihr könnt. Und zurückrennen. Und in der dritten Runde das Ganze rückwärts. Möglichst ohne die Baumstämme zu berühren und natürlich möglichst schnell. Und schnell wieder außenrum zurück. Von diesem Dreierkombination 5 Runden. Hier ist eure Stützkraft und eure Sprungkraft gefragt. Ihr startet bei dem Niedrigen und einmal rechts und links springen. Schön stützen, davon 20 Stück. Wenn das gut klappt, könnt ihr natürlich auch zum Höheren gehen. Und auch hier 20 Stück. Wer richtig fit ist, der kann natürlich auch ans ganz Hohe gehen. Wir bleiben heute mal bei den ersten beiden. Wir sind schon beim Cooldown angekommen. Und dafür könnt ihr euch nochmal richtig schön strecken. 10-mal ganz entspannt einatmen und komplett strecken. Wichtig auch wirklich überstrecken, dass der Hüftbeuger aufgedehnt wird. Ausatmen, Beine bleiben gestreckt und versucht so weit wie es geht nach unten zu kommen. Und das Ganze dynamisch einatmen und aus. Schön ruhig wirklich überstrecken, um die vordere Kette aufzudehnen. 10-mal. Wir sind schon an der letzten Station angekommen. Leider fehlt bei dieser Station ein Teil, und zwar oben die Streben. Aber das ist uns ganz egal. Wir haben eine andere coole Station für euch vorbereitet, und zwar die Kickstation. Ihr habt drei Teile: unten, Mitte und oben. Dabei achtet darauf, dass ihr nicht absetzt. Dann ist das andere Bein dran. Unten, Mitte und oben. Ihr könnt dabei ruhig das Ganze etwas langsamer machen oder auch schneller machen. Und insgesamt davon 10 Runden, also 5 pro Bein.